Ja, viel hartes Zeug heute in der Sendung, ich gebe es zu. Und deshalb zum Abschluss noch ein paar hübsche Frauen. Ja, Sex Sales ist ja bekanntermaßen keine neue Erkenntnis. Aber dass ein ganzer Verkaufskanal konsequent auf dieser Schiene fährt, das erstaunt mich dann schon, zumal das Frauenbild, das hier gezeichnet wird, für mich irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Es geht um Pearl TV. Schaut euch das mal an. Neu bei Pearl TV. Wir haben heute ein Produkt, das gibt es noch gar nicht im Katalog und nur für Sie im TV jetzt zu sehen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Exklusiv für Sie im Fernsehen, weil es in keinem Produkt bis jetzt drin ist. Erst im nächsten Katalog werden wir es sehen und dann wird die Nachfrage groß sein. Wir haben es aber jetzt schon für Sie exklusiv. Können Sie es vorbestellen? Es ist ab Lager lieferbar. Noch möchte ich dazu sagen, und zwar ist das unser kabelloses 2-in-1 Dampfbügeleisen. Das ist eine Sache, die macht es wirklich, wirklich einfach. Hier sehen wir es schon mal. Wirklich, wirklich einfach zu bügeln. Hat so viele Vorteile. Dann ja, es ist erstmal wirklich ein Hingucker in Sachen Bügeleisen. Also ich muss gestehen, ich war kein großer Bügelfan. Bis jetzt muss ich sagen, weil dieses Bügeleisen, es sieht nicht nur schön aus, es kann auch ganz viel. Es ist, schauen Sie mal hier. Was? Achso, ja, ja, es ist toll, der Mixer. Ja, ja. Mhm. Ach, wie, ist ein Bügeleisen? Ah, ja, Entschuldigung. Ja, wenn ich Pearl TV gucke, dann achte ich eigentlich immer weniger auf die Produkte, sondern gucke eher auf die schönen Hände der Moderatorin. Ja, okay, sagen wir es so, wie es ist. Dieser Sender ist sexistische Kackscheiße. Denn es ist wirklich bemerkenswert, wie bei Pearl TV konsequent auf tiefe Ausschnitte und hübsche Frauen gesetzt wird. Ein Teleshop-Sender, bei dem das Produkt zur Nebensächlichkeit wird. Auf einem Fahrrad bis zu 25 Kilometer pro Stunde fahren, ist natürlich der Wahnsinn. Und jetzt, liebe Zuschauer, würde ich sagen, ich fahre mal eine Runde und dann klappe ich es mal zusammen für Sie, dass Sie das auch sehen. Die Fahrräder sind so bequem, das ist so toll, mit denen zu fahren. Oh mein Gott, liebe Zuschauer, wissen Sie, was jetzt passiert ist? Ich habe hier die Unterstützung nicht ausgeschaltet und hier im Studio ist natürlich viel zu viel Platz. Ach Mensch, dieser Unfall sah jetzt so gar nicht inszeniert aus. Auf dem YouTube-Kanal von Pearl TV gehört dieser Clip übrigens mit knapp 500.000 Views zu den erfolgreichsten. Verstehe ich überhaupt nicht. Sind denn Fahrräder derzeit so gefragt, dass sowas stark angeklickt wird? Auch das Thumbnail zum Clip gibt mir darauf überhaupt keine Antwort. Nun, was die Produkte selbst angeht, ist das natürlich der übliche Schrott, den einem alle Teleshopping-Sender so andrehen wollen. Nur hier ist es halt nicht der pöbelnde Max Stradin, sondern es sind zeigefreudige Damen. Wobei die Frauen selbst mitunter nur als schmückendes Beiwerk in der Gegend herumstehen oder herumsitzen. Und insbesondere die technischen Produkte natürlich trotzdem von Männern präsentiert werden. Und mit dieser Kamera können Sie eben in 4K UHD filmen. Das ist Studioqualität und einfach, man kann die kleinsten Details drin sehen. Kristen, was würdest du denn damit filmen? Kristen, what would you film with that? Well, I actually, for what I do on a daily basis, I'm constantly using film for my work, for personal work. So for me, these are great. Exactly. So I do my demo reels, I do my reels and reading for my auditions. Also sie macht alles, was sie für ihren Beruf braucht. Sie ist ja Schauspielerin, macht sie mit einer Videokamera in guter Auflösung ihre Demo Reels, ihre Vorstellungsgespräche. Das ist ja alles mit Video heutzutage. Yep, even for my social media. Und worauf Sie das natürlich speichern? Natürlich auf der praktischen Speicherkarte, die wir automatisch heute gleich für Sie im Lieferumfang enthalten haben. Beziehungsweise mitbestellen können. Ne? Die können Sie mitbestellen. Das muss ja gespeichert werden und das wird heutzutage auf SD-Karten gespeichert. Sie sehen das hier, wir haben eine 128 GB Intenso SD-Karte. Unfassbar, eine SD-Karte. Das ist eben heutzutage so. Ja, und war vor 10 Jahren übrigens auch schon so. Ja, welchen Sinn die Anwesenheit dieser Dame nun hat, wird nicht weiter erläutert. Sie ist einfach da, um gut auszusehen. Nun bemüht sich Pearl TV natürlich trotz allem immer noch familienfreundlich zu bleiben. Ansonsten wäre dieser YouTube-Kanal mit fast 200.000 Abonnenten ja längst schon weg. Auch Produkte für Kinder werden angeboten, was ja leicht verstörend wirkt.
Ein absolut geniales Kinder-Elektromotorrad. Wenn man sich den Kleinen mal hier so anguckt, so nenne ich den jetzt einfach mal, sieht der ja wirklich täuschend echt aus. Der hat wirklich alles bis zum Windschutz mit den kleinen Fußpedalen. Da sind wirklich auch Stützräder mit dabei, also ganz sicher. Und der fährt bis zu 3 km/h schnell, also auch nicht zu schnell. Genau, und wissen Sie, wie die Augen noch leuchten, wenn das erstmal angemacht wird? Jetzt gucken Sie mal. Die Lichter gehen, Front- und Heckleuchten gehen an mit richtigem Motorradsound. Man hat hier sogar einen kleinen Anschluss für ein MP3. Oh yeah. Sorgen Sie dafür, dass unsere Kinder, die ja wirklich sehr schwer leiden, hier ein bisschen Freude in ihrem Leben haben und nochmal. Ja, setz dich mal drauf, du Luder, du. Entschuldigung, ich dachte, das Mikro wäre gemutet. Bei Pearl TV ist man eben immer bei der Sache. Informativ, inhaltsreich und niemals auf niederste Instinkte abzielend. Politisch korrektes Verkaufsfernsehen für die ganze Familie. Yeah. Let's do it. Okay. Oh. Weil wir eben hier die gesunde Kühlung haben. Bei Klimaanlagen muss man mit der Temperatur ein bisschen aufpassen, ne? Nicht zu krasse Temperaturunterschiede. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.